Hallo und herzlich willkommen zu Folge 171 von Elix. Wir haben in der letzten Folge mit dem Wieser Shorty oder so geredet, ne? Ne, wie hieß denn der? Ja, doch, Shorty, genau. Und jetzt müssen wir wieder zum Godehard, um die Quest abzugeben. Und reden dann, glaube ich, auch mal mit den Judikatoren. Das steht noch alles offen. Generell bin ich überlegen, ob es noch irgendwelche Gebäude gibt oder Gegenden vom Hort, wo wir noch nicht waren. Alles in allem müssen wir nämlich trotzdem, glaube ich, sagen. Wobei, ist schwer zu sagen, ist der Hort das, die kleinste Ansiedlung? Das kann ich gerade schwer einschätzen. Denn Goliath, das sind einfach halt, das sind ein Haufen normal kleiner Hütten und Häuser, die halt eben auf einem Berg stehen. Das Fort ist eine riesige Festungsanlage mit aber an sich ranzig kleinen Wohnungen und Unterkünften für die. Sage ich mal, für die unterste Kaste. Und naja, die Kleriker haben im Hort eigentlich schon eine riesige Anlage. Und selbst wenn deren Wohnungen auch nicht groß sind, die Gebäude sind doch recht beeindruckend. Haben wir heute hier den Ladebildschirmsimulator oder was soll das eigentlich? Geht's ja gar nicht voran. Mensch, hätte ich auch gleich einfach reinlaufen können. Nicht so lange gedauert. Das darf doch jetzt nicht wahr sein. Hallo, mach's mal hin, ne? Alex, hallo? So weit ist es nicht weg. Denke ich mal. Danke, geh doch. War jetzt gerade echt seltsam lange. Darüber schweig ich nicht aus. Die Welt lädt sogar noch ein bisschen. Guck mal an. Erstmal was essen. Oh ja, ein bisschen lädt die Welt. Oh ja, oh ja. Haben wir es mal Ball. Na, die gute alte Rüstkammer. Also irgendwie fehlt hier noch ein bisschen was. Hab ich auch noch nicht gehabt. Ach, das ist der Rüstmeister, der ist im Normalfall hier, ne? Okay. So, Godehard, wo bist du dann? Da ist er doch. Diesen Kasten habe ich von deinem Lieferanten bekommen. Sehr gut. Jetzt kann ich den Fehlstand der letzten Zeit aufholen. Warum bewegt sich dein Mund nicht? Also es scheint immer noch irgendwie zu laden. Ich habe keine Ahnung, woran das liegt. Also echt, ich keine Ahnung. Aber egal. Du hast verschwiegen, dass du dich von einem Outlaw beliefern lässt. Das ist von der Führung so abgesegnet worden. In Notzeiten ist jedes Mittel recht. Aha. Du lügst. Was ist in dem Kasten? Ersatzteile. Das habe ich dir doch schon gesagt. Und jetzt probier es mal mit der Wahrheit. Da drin ist eine Ladung Stims. Sie halten mich wach. Und ich kann das tun, was die da oben von mir verlangen. Du weißt, dass Stims Elex enthalten. Sag bloß. Genau darum muss auch niemand außer uns beiden wissen, was in dem Kasten ist. Kapiert? War das dann alles? Dein Lohn steht noch aus, aber das haben wir gleich. Einen kleinen Anreiz, Verschwiegenheit zu bewahren, lege ich übrigens noch mit drauf. Hier. Oh, ich bin total beeindruckt. Bring mir etwas bei. Wird gemacht. Okay, und der kann uns Resistenzen beibringen. Okay, die Kamale zweifach. Zweifach skillen. Rüstung können wir auch mal skillen. Bei Gelegenheit. Ah! Ausdauer. Also wir brauchen Konstitution. Auf jeden Fall. Okay, jetzt hoffe ich mal, dass das Spiel geladen hat. So vollständig, das hatte ich auch noch nicht. Jetzt hat die Frage, gehen wir zu den Judikatoren oder... Ah ne, wisst ihr was, wir machen, wollten noch was anderes machen. Richtig, richtig. Wir wollten noch nach da unten düsen. Hoffentlich braucht es jetzt nicht so lange zum Laden. Wie eben gerade. Also das war jetzt wieder äußerst seltsam. Okay. Scheint geklappt zu haben. So weit, so gut. Und da war der Carsten noch. Speichern wir mal ab. Ich
Ich habe hier einen Durchsuchungsbefehl. Was willst du denn damit? Hier geht alles seinen geordneten Gang. Die Kleriker im Hort sehen das anders. Dieses ständige Misstrauen geht mir langsam auf den Sack. Aber sieh dich nur um. Du wirst eh nichts finden. Darf ich mir das alles hier angucken, oder was? Ich hab ja einen Durchsuchungsbefehl. Oder? Ich darf ja... Verdammte Brut! Was geht da wieder los? Ach du Scheiße. Ich kümmere mich drum. Der Meister macht's. Kein Problem. Und wie ihr seht, die dicken Viecher, die spawnen auch wieder nach. So, mal kurz ein bisschen hier, ne? Bisschen EP noch abgegeiert. Also die ganzen Slugbiester und Riesen bleiben. Da Slugbiester sind übrigens aber auch überhaupt kein Problem mehr. Also da hat man den Damage-Unterschied jetzt doch nochmal gemerkt. So, das müssen wir jetzt hacken. Ne? Haben wir einen Durchsuchungsbefehl? Dürfen wir. 5 ist größer als 2, ist kleiner als 9 und ist größer als 6. 9 ist schon mal richtig, die 5 ist dabei. Keine Ahnung, 8, 5, 1. Okay, wow. Ja, und dann so, ne? Geht doch. Outlaw-Klamottenbündel, was ist denn das? Falsche Freunde, was haben wir denn hier? Also da muss sich der Carsten etwas verantworten müssen. Wir sind noch nicht mal fertig, ne? Wir sind ja noch nicht mal fertig mit dem Rest hier. Ich habe mir deine Truhe angesehen. Glückwunsch, du hast in meiner alten Wäsche gewühlt. Das, was ich gefunden habe, sagt mir, dass du ein falsches Spiel treibst. Oder warum sollte ein Kleriker die Kleidung eines Outlaws horten? Hey. Wenn das alles ist, was du gegen mich in der Hand hast, dann ist deine Beweislage ein bisschen dünn. Das entscheiden die Kleriker im Hort. Überleg dir genau, was du tust. Ja, ich bin ein Outlaw, aber ich bin kein Dummkopf. Alles, was ich tue, ist diese dämlichen Kleriker mit ein bisschen Elex und Stims zu versorgen. Trotz der Verbote ihrer Obrigkeit fahren sie es sich rein. Niemand kommt dabei zu Schaden. Und wenn du mich weiterhin gewähren lässt, beteilige ich dich mit einem Zehntel an meinen Einnahmen. Ich hoffe, du ziehst das nicht ernsthaft in Betracht. Mit dir redet keiner, also halte ich aus den Verhandlungen raus. Abgelehnt. Du und dein Zeug verzieht euch aus Ignadan. Es steht für mich zu viel auf dem Spiel, als dass ich mir von dir sagen lasse, was ich tun werde. Du wirst ein gutes Madenfutter abgeben. Dich mache ich lang! Okay. Fantastisch! Okay, der Tod von Carsten wird die Geschichte verändern. Wer hätte das gedacht? Der Punkt ist, ich will nur mal kurz neu laden, weil eigentlich will ich erst mit den anderen noch sprechen und nicht direkt den fertig machen. Jetzt haben wir den Kram schon dabei, ne? Genau. Könnte ja auch sein, dass der andere da auch noch irgendwas am Verbergen ist, ne? Sind ja noch zwei andere, mit denen wir reden können. Bevor wir den Carsten hier direkt umlegen, aber der ist anscheinend schon mal, das war direkt schon mal goldrichtig hier. Siehst du diesen Durchsuchungsbefehl? Ja, und? Glaubst du, ich lasse jetzt vor dir die Hosen runter? Wisch dir mit dem Wisch den Hintern ab oder tu, was du willst. Denn auch wenn ich nichts zu verbergen habe, lasse ich mir von einem Wildfremden nicht auf der Nase rumtanzen. Ich habe nichts zu verbergen. Basta. Das werden wir doch mal sehen hier. Wo war denn dem seine Truhe nochmal? War die auch hier? Ja, ne? Müssen wir erstmal hacken hier. Statt dass sie uns einfach ihre Codes nennen. 4 ist kleiner als 8, ist kleiner als 9, ist größer als 1. Oh, dann machen wir schon mal schlecht. 4 ist kleiner als 5. 8, 6. Ja, 7 und 5. Geht doch. Gerds Spielzeug. Ich
speichern wir das mal ab. Das sieht ja wieder richtig gut aus. Spielzeug, das macht den ja überhaupt nicht verdächtig. Ich meine, was soll denn das? Ich habe in deiner Truhe dieses Spielzeug gefunden. Was wühlst du in meinen privaten Sachen rum? Gib das her! Spielst du etwa mit Puppen? Das geht dich gar nichts an. Nimm das hier und vergiss, was du gesehen hast. Alles klar. Die heimatnahe Versetzung habe ich mir anders vorgestellt. Vor wem versteckst du dich? Einfach. Ich verstecke mich vor niemandem. Erstmal was trinken. Aber ab und an ist der Taschendiebstahl doch ganz sinnvoll. Also wie es scheint, ist wirklich Carsten derjenige, der hier die Probleme verursacht. Aber sein Tod wird die Geschichte verändern. Heißt für uns, was machen wir am besten? Ich hätte die alte Welt gerne einmal intakt so gesehen. So einfach zu verbergen. Ich hab nichts zu verbergen, nee. So, und das ist Dirk. Balder hat deinen Lagebericht erhalten. Natürlich hat er das. Du hast mein vollstes Vertrauen genossen. Auch wenn er dich sicher bezahlt hat. Hier ein kleiner Bonus. Hat's eh schon nur mal Sinn gemacht, mit dem hier zu reden. Gut, 50 Splitter sind jetzt nicht viel, aber egal. Ich habe den Auftrag, mich hier umzusehen. Und der Befehl dazu? Wurde von Dietrich unterzeichnet. Dietrich, für den sind wir nur Inventar. Aber gut, machen wir es nicht kompliziert. Sieh dich nur um. Mein Throncode lautet 4979. Weißt du etwas über den Elex-Schmuggel? Ich bin schon etliche Jahre im Amt und habe mir nie etwas zu Schulden kommen lassen. Wenn ich etwas über den Schmuggel von Elex wüsste, dann würde ich es sicher nicht verbergen. Solltest du auch nur den geringsten Zweifel an meiner Glaubwürdigkeit haben, weißt du, was zu tun ist. Durchsuch meine Sachen und du wirst sehen, dass ich eine weiße Weste habe. Die Frage ist nur, wo ist denn überhaupt deine Truhe? Ist die hier oder was? Guck mal an. Oh, darf man sie einfach so nehmen? Warum mache ich das überhaupt hacken? Wir sind ja 4979. Wow. Geht doch. War das unnötig? Ein Presslufthammer und Geld. Nehme ich mit. Wann wohl der nächste Angriff bevorsteht? Also interessiert mich auch gar nicht, dass ich den Inhalt mitnehme. Es ist ja auch äußerst interessant. Wann wohl der nächste? So, die Frage ist, Carstens Tod wird die Geschichte wirklich verändern. Denn entweder wir lassen ihn am Leben und kassieren ab, stellen uns damit aber auf jeden Fall gegen die Kleriker. Oder wir bringen ihn um. Das wird den Outlaws nicht gefallen. Ich überlege, was wir machen sollten. Vielleicht können wir ihn auch am Leben lassen und ihn einfach so verpetzen. Probieren wir gleich nochmal aus am besten. Aber ich habe so gut es geht hier jetzt alles mitgenommen an Kram. Die anderen beiden sind allerdings unschuldig. Ich habe mir deine Truhe angesehen. Glückwunsch. Das oder hey, das so ja, alles trotz und wenn ich hoffe, mit dir redet. Angenommen, ich steige ein, was soll ich meinem Auftraggeber erzählen? Das erzähle ich dir dann. Ich hasse es, die Hosen runterzulassen, wenn ich nicht weiß, woran ich bin. Also, kann ich auf dich zählen? Denk dran, es lohnt sich. Einverstanden. Gut, dann haben wir einen Deal. Jetzt muss nur noch deinem Auftraggeber glaubhaft vermittelt werden, dass du Erfolg hattest. Gib ihm einfach mein Kleiderbündel als Beweis, dass du irgendeinen Niemand aus dem Verkehr gezogen hast. Das sollte ihn für den Moment zufriedenstellen. Gib mir meinen Anteil am Elex-Schmuggel. Sicher, hier. Okay. Gib mir... Guck mal auf den Tacho, du bist zu früh. Der Punkt ist, wir haben ihn jetzt leben lassen. Ich hoffe nur, dass uns das nicht irgendwie
noch zu Verhängnis wird. Aber wie gesagt, wenn wir ihn töten, wird es die Geschichte verändern und so können wir ihn leben lassen. Und der Falk ist jetzt nicht mal großartig sauer, obwohl er uns das eigentlich angedroht hat, dass er sauer sein müsste. Also wir machen die Quest jetzt mal so. Ich hoffe allerdings, dass wir jetzt den Dietrich dann... Ich habe das Gefühl, die finden das am Ende immer heraus irgendwie. Ne? Also die wissen, Ragnar hat es auch oft genug rausgefunden, dass wir ihn hinter das Licht geführt hatten. Aber ich habe die Quest jetzt mal so beendet. Vielleicht wird ja noch weitergeführt. Das kann ja auch sein. Wer nicht gehorcht. Ach ja, das war der falsche. Sorry, bin hier nicht richtig. Hab das falsche Haus erwischt. Ja, Dietrich war noch eins weiter. So. Der war hier hinten. Wie komme ich jetzt in das Kackhaus wieder rein? Alter Falter. Also wie gesagt, imposant ist der Laden hier schon. Das kann man so auf jeden Fall sagen. Stiefel riechen vielleicht. Auf der anderen Seite können wir vielleicht Carsten trotzdem verraten. Warum sollte es nicht gehen? Wisst ihr, was ich meine? Nur weil wir gesagt haben, dass wir ihn nicht verpetzen, heißt es ja nicht, dass wir es nicht können, oder? Kommt dann auf die Struktur der Quest an, ob das machbar ist oder nicht. Wie komme ich in dieses Scheißhaus rein? Ah, hier hinten war das eine Verwaltung. Ach, genau. Also würde ich ihn trotzdem verpetzen. Der wird uns wahrscheinlich dann umbringen, wenn wir das nächste Mal sehen, aber... Naja, ich habe es jetzt so gemacht. Und da halte ich mich auch dran. Gut, ach, der ist ja nur Legat. Der ist ja nur Legat. Ja, da kann es ja eh egal sein. Ich dachte schon, das wäre irgendwie eine wichtige Quest oder so. Aber das ist ja absolut irrelevant. Der ist ja nur ein Legat. Der ist ja nur ein kleiner Fisch. Wegen des Elex-Schmuggels. Betrachte die Angelegenheit als erledigt. Du hattest also Erfolg. Ja, ich habe den Schuldigen beseitigt. Gut, ich hoffe, du hast seine Überreste mitgebracht. Es wäre mir eine Freude, diesen verderbten Halunken öffentlich zur Schau zu stellen. Damit kann ich nicht dienen, nur mit dem, was von ihm übrig blieb. Du hast mir seine Kleidung mitgebracht? Ich frage besser nicht, warum du sie ihm ausgezogen hast. Ich bin mir zwar nicht sicher, was ich von all dem halten soll, aber du verdienst zumindest eine kleine Anerkennung, weil du mir geholfen hast. Des Weiteren werde ich die nötigen Stellen wissen lassen, welchen Dienst du mir erwiesen hast. Schade, Kampf 20. Ja, so viel haben wir leider nicht. Danke. Ich habe zu danken. Das wäre dann alles. Weggetreten. Das Problem ist, ich frage mich halt, Körper und Geist, was man dabei noch absahen könnte. Wenn wir jetzt 20 Punkte in Kampf hätten und die Quest quasi erledigt hätten, ich würde gerne wissen, was man dann noch extra kriegt. Also es sind immer 25 oder 50 EP, wir haben übrigens 100 Hämmer dabei, 162 Öllampen, war kurz an der Seite noch bemerkt. Aber mich würde gerne wirklich interessieren, was man dann so bekommt. So. Jetzt haben wir nur noch zwei Quests. Wie gesagt, ich hoffe, das hat jetzt einigermaßen geklappt. Aber das waren jetzt keine, ich sag mal, äußerst tiefgründigen und langwierigen Quests. Das waren wirklich kurze Quests. Ach, schade, der Chef ist immer noch da hinten. Sieht der uns, wenn wir hier schleichen? Nur mal kurz, ne, so als Frage. Kannst aufhören zu schleichen, ich sehe dich. Du wagst es! Okay, das hat er gesehen. Konrad Vormer, also war dieser äußerst fähige Wissenschaftler ein geachtetes Mitglied. Ja, mehr konnte ich nicht lesen. Der Konrad. So, aber jetzt müssen wir uns eigentlich wieder aufmachen zur Kathedrale. Denn da sind die letzten Quests, ne? Soweit hat jetzt ja alles hier geklappt. Die meisten Sachen haben wir erledigen können. Dann haben wir noch die Forschungserlagen der Kleriker, müssen wir noch klauen für die Krallen. Dann haben wir noch zwei weitere Quests. Die Fingerweg-Quest wird echt interessant, weil ich glaube nicht, dass wir unsere Finger da raushalten können. Ansonsten, ja, werden wir wahrscheinlich noch einen Haufen Quests bekommen, wenn wir uns mit den Judikatoren unterhalten. Beziehungsweise wenn wir noch mit weiteren Klerikern sprechen, mit denen wir bis jetzt noch nicht gesprochen haben. Aber von der Questfülle her würde ich auch sagen, dass es hier weniger gibt, alles in allem.
im Hort als jetzt zum Beispiel in den beiden anderen Siedlungen. Aber wie gesagt, das liegt allerdings nicht an der Population. Ich habe eher das Gefühl, dass es weniger questrelevante Charaktere gibt. Also NPCs hier. Das könnte dann das Ende sein. Es gibt natürlich einen Haufen Kleriker. Und Legaten und Akolyten und weit und so weiter und so fort. Aber wie gesagt, es kann auch gut sein, dass wir noch von den Judikatoren einen Haufen Quests erhalten werden. In diesem Sinne. Da oben geht's zum anderen Judikator, ne? Die sind ja beide hier. Der eine da oben, der andere da hinten. Warte mal, guck mal an. Da ist gerade niemand. Wir sind im Archiv, Leute. Wir sind im Archiv. Brutal. Die nächste Folge wird spannend. Mal gespannt, was uns erwartet. In diesem Sinne, ja, bis zur nächsten Folge. Tschüss.